Hallo liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen hier wieder aus dem BerlinCon-Studio. Und heute sitze ich mal kurz alleine da, aber das ist auch kein Problem. Von Piatnik konnte jetzt sich gerade niemand loseisen vom Stand, deswegen haben sie uns die Spiele kurz erklärt und sind dann gleich wieder abgedüst. Und die stelle ich euch jetzt hier vor. Es sind auch wieder zwei Familienspiele, aber sehr interessant. Rainbow, damit fange ich mal an, ist nämlich ein reines Zwei-Personen-Spiel von Matthias Spahn. Das Ganze geht nur 10 Minuten, ist ab 7, also auch kann man auch gut zu zweit mit den Kindern spielen. Und ja, das Material ist wirklich sehr übersichtlich. Es besteht einfach aus Karten mit Regenbogenfarben, die doppelseitig sind, wobei auf der Rückseite jeweils immer eine andere Farbe abgedruckt ist, wie ihr hier sehen könnt. Auch ganz nett gemacht hier, der Nachziehstapel ist hier in so einem Schubfach drin, kann man hier so rein und dann hat man das hier so auf dem Tisch stehen und kann hier so die Karten nachziehen. Was machen wir bei dem Spiel? Letztlich geht es darum, es gewinnt am Ende, wer am meisten Karten gesammelt hat. Wie kann ich Karten sammeln? Man hat immer drei Karten auf der Hand. Und Idee ist so ein bisschen wie Hanabi, wenn ihr das kennt. Ich sehe meine Seite der Karte, aber ich sehe nicht, was auf der Rückseite ist. Wenn ich dran bin, kann ich dann bis zu drei unterschiedlich farbige Karten ausspielen in eine Auslage. Ich weiß, das können wir jetzt vielleicht hier mal kurz sehen mit dem Detail. Ich habe jetzt drei unterschiedlich auf der Hand gehabt. Jetzt habe ich hier schon mal drei Karten, kann dann drei Karten nachziehen. Ich kann natürlich nur Karten legen, solange es unterschiedliche sind. Wir müssen hier eben einen Regenbogen in unterschiedlichen Farben liegen. Wenn ich jetzt Mitspieler wäre, könnte er das auch machen. In dem Fall hätte er sogar sehr passend gehabt. Jetzt sind schon sechs verschiedene Farben da. Dann könnte er, bei sechs verschiedenen kann man das schon nehmen, hat man dann schon die Punkte, also die sechs Punkte bekommen. Geht natürlich bis zu sieben. Aber es ist so, wenn man dann immer vorher dran ist, muss man auch erstmal eine Karte umdrehen. Und da wird es jetzt tricky, weil ich muss mir sozusagen merken, welche Rückseitenfarben hatten denn die Karten meines Mitspielers. Wenn ich dann eine umdrehe, ja, habe ich hier richtig geguckt, ist immer noch unterschiedlich, dann kann ich wieder weiterlegen. Aber wenn ich natürlich, mal gucken, ob ich jetzt hier, das ist ein Joker, weiß, ist ein Joker, aber wenn ich natürlich irgendwie, habe ich jetzt hier ein gutes Beispiel, zum Beispiel so, mal angenommen, es würde so liegen und ich würde mich jetzt entscheiden, diese Karte hier umzudrehen. Ja, dann seht ihr, habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt sind zwei gleichfarbige Karten auslegen. Das bekommt jetzt mein Gegner als Punkte. Das heißt, es ist ein einfaches Prinzip. Man muss sozusagen auf seine eigenen Karten gucken, gleichzeitig die Rückseiten des Mitspielers merken, gucken, wo hat er was gelegt, wo liegt was, was sind die Rückseiten, die da liegen, da clever umdrehen und dann am meisten Karten sammeln. Spiel geht einfach so lang, bis hier der Nachziehstapel aufgebraucht ist. Ja, also ganz schön einfaches Zwei-Personen-Spiel. Ist ganz cool, muss ich sagen, weil es gibt relativ wenige Zwei-Personen-Spiele, die so richtig auf die Familienkinder ausgerichtet sind. Obwohl das ja eigentlich ein relativ typisches Ding ist. Ich spiele auch ganz gern mal allein mit einem Kind, weil mit zwei Kindern ist natürlich immer ein bisschen hektischer am Tisch. So, weiter geht's mit einem ebenfalls, würde ich sagen, sehr gut für Kinder geeigneten Spiel. Der Abenteuerclub von Spahn und Havikhorst ist ein Erzählspiel und ich wiederhole mich da ja immer, aber Erzählspiele gehören für mich zu den besten Kinderspielen, zu den besten reinen Kinderspielen, die es überhaupt gibt. Das ist hier ab 8 Jahren, also ja, kann man eben noch ein bisschen älter einsteigen, 2 bis 5, und geht aber auch nur 30 Minuten. Also ich würde auch sagen, es ist ein klares Spiel, was sich an die Kinder richtet. Spielmaterial können wir uns jetzt hier kurz mal angucken. Das Spiel ist kooperativ. Wir haben hier so ein Buch der Abenteurer, wo dann eben so Geschichten erzählt werden. Und in jeder Geschichte gibt es dann immer nach einem kleinen Textabsatz eine Aufgabe, die der Spieler, der gerade dran ist, lösen muss. Hier beim Abenteuer 1 zum Beispiel wird eine kleine Geschichte erzählt über einen Colonel. Und die erste Aufgabe lautet dann, womit könntet ihr die Uniform des Colonels aufpeppen? Der ist irgendwie traurig, dass seine Orden verloren gegangen sind. Und dann ist es so, dass ein Spieler hier 10 Karten bekommt, die irgendwelche Gegenstände zeigen. Ja, keine Ahnung, Mausefalle, Trillerpfeifen, Maulwurf, alles Mögliche. Und ja, natürlich nur keine Orden oder nichts, was so direkt darauf passt. Und jetzt muss der aktive Spieler sich erstmal 2 Karten aussuchen, wo er denkt, da könnte eine passende Geschichte zu dieser Aufgabe könnte einem da einfallen. Da muss er noch 3 dazulegen, dann werden die gemischt
Ja, und dann müssen seine Mitspieler, also er muss natürlich vorher aufschreiben, welche Karten er ausgewählt hat. Und dann müssen seine Mitspieler eben raten, welche Karten waren denn die, die er ausgewählt hat. Ich meine, das habe mir das jetzt nicht so richtig überlegt, aber könnte ja sein, dass er gerade die Trillerpfeife würde vielleicht zu einem Kernel passen. Oder die Küchenutensil könnte er sich ja auf den Kopf als Helm setzen oder sowas. Ja, also man versucht dann einfach eine plausible Geschichte zu erzählen und das kann man einfach hier in 20 Abenteuern machen. Und dadurch, dass es eben ja jedes Mal andere Geschichten sind, kann man natürlich die Abenteuer auch öfter spielen. Also das ist natürlich auch super, wenn es ein Erzählspiel ist, was eben nicht durchgespielt wird, sondern was man immer wieder spielen kann. Ja, bin ich eigentlich echt ein Fan davon und ja, gibt's beides jetzt auch bei Pjatnik. Und damit bin ich schon am Ende. Ach ja, genau, das wollte ich noch kurz zeigen. Hier hat man natürlich noch so ein kleines Tableau, wo man dann einfach hier hochgeht, wenn man eine Aufgabe erfüllt hat. Und wenn man sich einen Fehler geleistet hat, hat man drei quasi kooperativ, drei Fehler darf man sich leisten, dann hätte man gemeinsam verloren. Und es gibt auch noch Aufgaben, die noch ein bisschen auf Zeit gehen. Also das wird dann so ein bisschen variiert. Das war's hier von mir zu Pjatnik, der Abenteuerclub und Rainbow. Weiterhin viel Spaß hier auf dem Kanal mit unseren BerlinCon-Videos, die wir jetzt hier über die Sommerpause versenden. Und dann im September geht es wieder weiter mit normalem Content. Bis dahin. Ciao.